So, und dann haben wir diese schönen Statistiken, also die da drüber sind, mit dem Ideology Gap, die fand ich richtig spannend, die kam ja gerade raus, wie sich praktisch links und rechts genau an der Mann-Frau-Linie jetzt spaltet praktisch. In Korea sieht man hier ganz extrem, da ist ja die Geburtenrate schon bei 0,8 oder 0,7 irgendwas oder so. Die Pong-Pong-Männer hatte ich mal ein eigenes Video zu, da ist der Feminismus richtig steil, also da ist nicht mehr viel mit Familienleben, die jungen Männer haben gar keine Chance auf dem Datingmarkt. Die sind uns sozusagen weit voraus. Die koreanischen Frauen fühlen sich aber immer noch unterdrückt, also man glaubt es kaum oder doch. Es ist sozusagen brutal. In den USA können wir es schön sehen, in Deutschland können wir es ja auch sehen. Und das Vereinigte Königreich ist insofern interessant, dass die Männer auch ziemlich links sind. Da habe ich jetzt auch überlegt, das hat bestimmt mehrere Gründe, da wurde auch schon drüber spekuliert. Wahrscheinlich einmal, weil da viele ausländische Mitbürger bereits sind, also Kolonialnationen und so weiter. Und die haben ja ihren Platz auf der Opferpyramide. Zweitens glaube ich, vielleicht ist es dieses britische Simping, dieses Gentlemantum oder so. Meine Vermutung ist, dass die weiter sind, was den Sozialismus Ja, angeht. absolut, das auch. Das auch. Ja, da habe ich gerade auch lustigerweise einen TikTok heute zu ins rote Fleisch für nächste Woche getan, wo es heißt, in Russland werden 200 Leute festgenommen wegen Social Media Posts oder so im Jahr und in Großbritannien sind es 4000 oder so. Also, so viel dazu zum Thema repressiver Staat. Also, ja, was kann man zu diesen Stats sagen? Ich könnte jetzt so schnell noch vorher, könnte ich oben die Stats auch nochmal zeigen. Da sieht man halt alles mögliche, alle möglichen psychologischen Indikatoren hochgehen. Was ist das? Also Depressionen, alles geht hoch. Also das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal gezeigt, dass die sozialpsychologischen Zahlen hochgehen. Also Frauen werden links und mentale Gesundheit geht runter. Ist da ein Zusammenhang? Das ist die Frage, wie das korreliert. Ich würde sagen, ziemlich eindeutig, wenn man jetzt alles drei übereinander legt, würde ich sagen, da ist schon was. Ich habe auch noch andere Stats gehabt vom Jahr, hat man schon mal Ist leicht die zu. Frage, ob die es sich gegenseitig bedingt, ob das eine zum anderen führt oder Ich beides könnte. dieselbe Ursache hat. Ich würde sagen, erstmal könnte man evolutionär drüber schauen. Das wäre so meine erste Betrachtung. Also, das fand ich ganz spannend, dass eigentlich, was wir erstmal erleben, eigentlich aus. Jetzt sind wir praktisch, die Red Pill ist ja nicht umsonst so groß geworden, weil wir aus dem Versorgerparadigma ja praktisch raus sind. Die Frau ist befreit, hat die Pille, hat jetzt mittlerweile Tinder, den Feminismus im Rücken, der ja praktisch der verlängerte Arm der weiblichen Paarungsstrategie ist, sozusagen. Und was eigentlich der Fall ist, was wollen Frauen? Frauen wollen Gleichheit, Egalität, ne, weil sie ja die Nehmer sind, die evolutionären Nehmer letztendlich sind. Und sie profitieren von egalitären Systemen, die geben ihnen halt Sicherheit und mehr Ressourcen. Und sie wollen Schmerzvermeidung. Schmerzvermeidung ist ein ganz großes Motiv. Das sind so die zwei evolutionären Motive, die in einem Matriarchat oder einem weiblichen Paarungsstrategie gewinnenden Paradigma vorne sind. Und das sieht man ja auch genau bis Woke hin praktisch realisiert. Was jetzt hier noch fehlt, sind natürlich die Statistiken der Shikonomy, also dass 2009 praktisch schon 20 Billionen weltweit von Frauen ausgegeben wurden, im Gegensatz zu, weiß nicht was, 8 von Männern. Sollte sich bis 2014 auf 28 steigern und wovon Frauen aber nur 18 selber verdienen. Also da sieht man die Simperenz, die dazu führt, dass sich natürlich auch die ganze Wirtschaft, die ganze Werbewirtschaft und damit auch die Politik an Frauen richtet. Also ein weiterer Grund für diese Entwicklung. Also Finde ich immer wir interessant, dass sich darauf fokussiert wird, dass Männer mehr verdienen und dass das ungerecht ist, aber Ja. nie geschaut wird, wo landet denn das Geld? Also Wer gibt Frauen. es aus? Ja, genau. Geld ist ja kein Selbstzweck. Du verdienst ja kein Geld und bist glücklich, das Geld zu haben, sondern du bezahlst damit Produkte und Dienstleistungen. Und die werden hauptsächlich von Frauen gekauft. Komisch, dass darüber nie gesprochen wird. Ja, sage ich ja. 80% Man von stellt sich Frauen. das rum, man stellt sich vor, es wäre andersrum. Die Frauen würden mehr verdienen, aber Männer würden mehr ausgeben. Ja, also wir sehen die Gemengelage. Evolutionär ist dieses der Imperativ des Nebens, der Schmerzvermeidung und der Egalität, also leistungsloses Anspruchsdenken, kurz gesagt, Sozialismus. Frauen sind ja Sozialisten von der Natur her stammesmäßig orientiert. Die starke Normierung der Frau spielt auch noch eine Rolle, also dass die gerne über Beschämung praktisch natürlich und moralische Imperative gerne die Gesellschaft normiert. Haut alles wunderbar hin, bloß sind die Männer irgendwann auf der Strecke geblieben und deswegen gehen jetzt die Grafen auseinander. Ne? Wenn du jetzt ein Mann bist und langsam aufwachst, denkst du dir so, komisch, das ist eine Gesellschaft, die mich komplett ablehnt, hasst, mich gaslightet, ich kriege keine Frau mehr, keine Familie mehr, fickt euch ins Knie. Ganz einfach, das lese ich daraus. Okay, also Wäre wieder. schön, wenn die Männer das sagen würden, aber ich sehe das nicht. Meinst du Man nicht? sieht ein paar Männer jetzt hier, so hier in den Ja. Red Pill Communities, aber da schwindend gering. Das stimmt, die sind jetzt nicht alle Red Pill, würde ich sagen, aber die sind, auf jeden Fall merken sie ja, was passiert. So, ich kenne ja viele Leute, die sind auch MGTOW, und wissen gar nicht, was das Wort heißt, aber die sind es einfach, ne? Weißt du? Was man ja in dieser Grafik auch beobachtet, ist ja, dass nicht nur hier Ideologien auseinandergehen, sondern einfach Menschen und Positionen immer weniger zu tun haben. Das heißt,
Das, was ja, sag ich mal, in dieser neokonservativen Bewegung aktuell so idealisiert wird, also gemeinsame Werte haben, wieder Werte in der Gesellschaft, das scheint ja vollkommen auseinanderzugehen und wird ja immer mehr atomisiert. Mittlerweile sind die Fronten völlig unübersichtlich und auch finde diese sehr, sehr vereinfachte Darstellung von Lib und Con ist natürlich, Ja, natürlich. Fehlerhaft. Natürlich. Aber so, wenn man es so sieht, dann gehen die gerade sehr weit auseinander und dann ist die Graben zwischen den Geschlechtern wird noch mal viel größer werden in den nächsten Jahren, also wenn es denn dann darauf zurückgebrochen wird. Ja, also ich finde interessant, dass sich die Geschlechterdynamik eben im politischen, im ökonomischen Raum, also fast durch alles durchzieht, die evolutionären Dynamiken. Das finde ich, wollte ich eigentlich mal bemerken, was auch Sinn macht eigentlich. Ne? Ja, weil es ja auch um nichts anderes geht, als sich fortpflanzen. Im Endeffekt, was soll das denn mit der Menschheit? Im Endeffekt ist das das zentrale Motiv. Richtig. Wir wollen uns einfach weiter am Leben halten als Kollektiv, als Spezies. Und dann ist das ein zentrales Motiv, was sich ständig durch alles durchzieht wie ein roter Faden. Vor allen Dingen, wir sind jetzt an einem Extrempunkt angelangt, wo die Frauen ihre Produktionsmittel, hallo Karl Marx, nämlich die reproduktiven Produktionsmittel nicht mehr zur Verfügung stellen. Ich sage nur Korea 08, hier auch alles im freien Fall. Selbst in Russland oder China ist es ja noch brutaler. Witzigerweise, also die Ermächtigung der Frau ist ja eigentlich so ein Luxus gewesen. Das konnte ja früher gar nicht erlauben, im Endeffekt, wo noch Wettbewerb zwischen den Zivilisationen geherrscht hat, wo die Zeiten noch härter waren. Das ist praktisch so ein Dekadenz-Ding, würde ich sagen. Und sie haben es halt voll ausgenutzt. Haben halt Generationen von Männern im Endeffekt aufgrund dieser Angst und dieser Schadensvermeidung zu Betas erzogen. Ne? Die Single mit der Haushalte, könnte ich jetzt noch drüber legen, als Kindeswohlgefährdung und so weiter. Die Gesamtverweiblichung, Betaisierung der Gesellschaft hat ja praktisch stattgefunden, weil wir halt so einen Wohlstand haben und uns das praktisch leisten können. Ne? Wie viel Staatsquote haben wir, Nicolo? Das weißt du besser. 60% schon oder was? Ich weiß es nicht. Zu viel. Auf jeden Fall. Und auch diese Staatsgläubigkeit. Wir sagen ja immer der Wohlstand. Wir sagen ja immer der Wohlstand. Und wenn man aber mal genau guckt, der Wohlstand heißt bei uns ja vor allen Dingen Technik, Technisierung. Ja. Und dass der ja auch ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, diese Idealisierung von Technik und Technologie und eben höhere Komplexität führt ja auch dazu, dass keiner mehr irgendwas können muss und muss, die Menschen ja auch eigentlich nur noch quasi wichsend zu Hause sitzen und das Essen dann in den Mund geflogen kommt. Das ist nicht gerade eine männliche Perspektive, ja. Das ist richtig. Intelligenz ist auch noch im freien Fall, hätte man auch daneben legen können, also das passt dazu. Ich wollte bloß sagen, es geht alles um Reproduktion, wie du sagtest, darauf wollte ich eigentlich hinaus, richtigerweise, aber die Frauen verweigern eigentlich die Reproduktion. Es wird ja eh irgendwie auf den Abgrund zugehen, was es angeht, wenn gerade. Ja, bei den Geburtenraten korrigiert sich das von selbst nach einer Zeit. Ja, gut, aber erstmal kommt ja ein Zerfall. Erstmal hast du 50% Rentner, die alle vom Staat finanziert werden müssen. In Deutschland wird die Rentenkasse zusammenklappen in den nächsten 4 Jahren, ist schon vorher gesagt, 3 bis 4 Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen komplett. Ist halt hier Feierabend, in vielen anderen Ländern auch. Wirtschaft ist ja immer auf Wachstum getrimmt, ne? So ist kein Wachstum drin, außer halt durch technische Neuerungen. Klar, das kann das natürlich immer nochmal ausgleichen. Aber an sich sind wir ja auf einem selbstzerstörerischen Kurs, ne? Also, und den bestimmen die Frauen. Ne? Esther Villa hat es gesagt, die Gesellschaft, das sind die Frauen. Richtig, richtig. Die mache ich ja gerade. Und sie brauchen den individuellen Mann nicht mehr. Ja, genau. Sie wollen vielleicht einen Mann, eben einen Top-Mann, aber brauchen tun sie den Versorger nicht mehr. Ja, klar. Dadurch ist das alles ja ausgehebelt worden. Weil du vorhin sagtest, die Betarisierung. Ja. Die ganze Zivilisation ist ein Beta-Projekt im Grunde. Ja, aber sie. Aber die Frau, die individuelle Frau braucht doch noch den individuellen Mann. Ja, das genau. Da war der Ausgleich da, also sozusagen. Jetzt ist es einseitig quasi nur noch das. Aber du siehst es ja, Testosteronspiegel sinken. Guck dir ja die Männer an, so. Sind ja praktisch defekte Frauen, das ist ja das Nice-Guy-Syndrom, geht ja praktisch um sich. Also so, das ist sozusagen ein Ausgleich, aber solange es eben evolutionären Druck gibt von außen, Kriege gibt, Seuchen gibt, irgendwelche anderen evolutionären Faktoren, die darauf einwirken, dann ja, wäre das ja im Ausgleich. Also ich will auch gar nicht schlecht reden, dass die Frauen zum Teil die Männer betaisieren, hat ja auch dazu geführt, dass wir erstmal so weit gekommen sind. Also man will das nicht mehr so einseitig betrachten. Aber es ist eben ein Ausgleich bei antagonistischen Paarungsstrategien. Aber jetzt ist halt nur einer am Drücker. Ja, und dann sieht das halt so aus. Ne? Ja, weil die Männer nicht über ihren weil der Sextrieb so stark ist, ja, dass sie sich davon fehlleiten lassen. Absolut, der Beschützerinstinkt hängt ja auch dran und so weiter. Das Simpen ist uns praktisch in den Genen, weil die Männer, die gesimpt haben, die haben sich fortgepflanzt, ihre Frauen verehrt und geschützt haben. Ne? Das ist natürlich auch klar. Wären wir Tiere, würde man einfach sagen, wir leben nicht artgerecht. Richtig, ein evolutionäres Mismatch. Ja. Das kann man auf jeden Fall gut sehen. Finde ich auf jeden Fall spannend, wenn man das alles so betrachtet, sieht man es nochmal mit einem ganz anderen Auge, was so alles vor sich geht. Alles halt super weiblich, die Politik.
meine, auf Deutschland müssen wir gar nicht zu sprechen kommen, was hier abgeht. Das ist ja alles wunderbar, passt ja wunderbar drüber. Also ich finde das sehr interessant, wenn man die ganze Dynamik dahinter kennt, psychologisch, evolutionspsychologisch, wie sich eigentlich alles erklärt, irgendwie, wenn man dann so sieht, wenn dann so schwachsinnigste Aussagen getroffen werden, wenn dann Feldwege in Peru finanziert werden, weiß ich nicht, das eigene Land praktisch an die Wand gefahren wird, dann denkt man sich, ach so, deswegen, ja. Letztendlich, was macht die Frau? Wie betaisiert sie denn? Wie normiert sie denn? Eben über diese Schulderziehung, ne? Böser Junge und so weiter, ne? So dieses Dressieren, was ja die Esther Vilar auch gesagt hat, ne? Die Dressur ist halt auf dem Maximum. Und Nicht zu vergessen die Pussy-Trance. die Pussy-Trance, klar. Die ist dann aber bei OnlyFans, weil die müssen ja wieder, ihr müssen ja ihre Reproduktionsmittel nicht mehr zur Verfügung stellen. Die Hoflation ist sozusagen auf dem Höchststand, nicht nur die Inflation, auch die Hoflation. Und Die Inflation sinkt ja gerade wieder, aber die Hoflation leider ist, nicht. die Hoflation ist hoch.